gibt er zurück, ey. Gibt er zurück. Willkommen bei Stand Up 44. Leute, habt ihr Bock auf die Show? Jetzt sind wir wieder hier. Wie damals bei der Hype-Dokumentation. Doku geht weiter. Die Doku geht weiter. Was bisher geschah? Jetzt schnell schneiden wir die ganze Doku gegen. Die Bäume. Die Bäume schön. Du hast die Bäume schön. Die Bäume schön. Richtig, für die Kakao. Gaga-Paket Kalanta, ey. Soll ich dies noch bestellt? Ja, Zalando, ey. Kabus El Zalando-Kämpfer. Kleiner Spoiler. Kabus hat es zurückgeschickt. Toll, packen ist es aus. Ich weiß, dass es eine Hose ist. Das ist eigentlich witzig, wenn ich jetzt in der Hose einfach runterkomme. In dem Outfit, ey. Felix, warte mal. Ja, erklär den Leuten nochmal, was du jetzt machst. Kabus hat sich Klamotten bestellt, hier ins Hotel und hat dann auf meinen Namen bestellt. Deswegen sehe ich das auch als meine an und ziehe jetzt einfach mal an. Und wirst du halt? Der war Riesenärmel. Cool. Cool, aber das ist so untypisch. Ich muss auf jeden Fall. Ja, was, als wenn ich Flügel hätte! Ein komischer Schwan! Guck mal, aber hier sieht aus wie eine kleine Fee. Cool, so untypisch. Fee im Schlafschirm, ey. Ich glaube, der kann ich noch mal. Echt? Ne? Stehen hier. Kapitzki hat mir ein Geschenk. Ah ja, cool. Es ist krass, Felix hat einfach ein Paket ins Zimmer gehabt mit Klamotten für ihn. Mega, mega. Ich habe mir genau diese Klamotten hier bestellt. Schon krass, dass du die jetzt auch hast. Hey, das ist ja genau das Zimmer. Dings, da kannst du bitte meinen Teebeutel rausnehmen? Oh mein Gott! Meine Ahnung, kannst du den einfach aus dieser Kanne rausnehmen? Ja, Mann, leid. Du hast angerufen. Ach, du hast mich angerufen, oder? Ja, er hat dich angerufen. Wir schossen beide okay, unten. Okay, danke. Ich komm sofort runter. Kannst du mein Leben? Er ist jetzt 5 Minuten gezogen. Das wäre jetzt eine richtige Katastrophe. Das ist ein Ass haben. Der ist aber extra stark. Ja, kann uns schwer. Der geht dann richtig auf den Magen. Wie besorgt er dann auch aussieht, so den Raum rein. Scheiße. So komisch mit dieser Kamera hier. Immer ich denke so, und sehen das die Leute, ey. Ja, oh, jetzt sehen die Leute auch, dass gar nicht so viel passiert ist an der Doku. Du meinst, das Shirt hat übertrieben, ne? Das dachte ich mir auch schon ein bisschen auf den Bildern. Das ist hier, boah. Ey, was haben die sich denn dabei gedacht? Becker? Es ist einfach zu viel Ärmel. Ist zu viel Ärmel dabei? Es ist einfach viel zu viel Ärmel. Ey, das sieht so aus, als hätten die noch so 2 Shorts-Beine übrig gehabt und einfach langgelegt. Na komm, wir wollen einmal das Outfit in Gänze sehen. Ja, komm, Kabus. Also ich finde die Hose könnte ja noch gehen, so. Ist die so 40? Aber die ist auch nicht, ich meine, die hat jetzt auch knapp 100 Euro gekostet. Das ist sie, finde ich, jetzt auch nicht wert. Also, ja, gib der Hose nochmal mit einem anderen Outfit eine Chance. Ja, der Hose kann man eine Chance geben. Das T-Shirt ist aber wirklich sang- und klanglos raus. Teuer, Shirt? Es war reduziert auf 60, das hat auch irgendwie mal 100 gekostet. Die wollten dafür 100 Euro ursprünglich mal haben. Für diese Ärmel. Ja, allein die Ärmel kosten auch. Du musst auch alles erstmal verschifft werden über den Ärmelkanal. Ja, das war dann gesagt, Herr Baum, so. Es geht alles über den Ärmelkanal.